begrüße Sie sehr herzlich in der Altenpflegeschule Hamburg-Alstertal. Ich freue mich, dass Sie da sind. Begleiten Sie mich doch auf einen Rundgang durch die Altenpflegeschule. Dort werden Sie sehen, in welcher guten Atmosphäre wir hier arbeiten und wie wir Sie auf die Altenpflege vorbereiten. Wir fangen ja heute mit dem Lernfeld 17 an, Biografiearbeit. Und ich habe Ihnen hier so ein paar Dinge aufgebaut. Hat das jemand schon mal benutzt oder gesehen, wie das benutzt wurde? Biografiearbeit bei uns in der Schule ist kein langweiliger Geschichtsunterricht. Vielmehr lernen die Schüler Gesprächstechniken, um den Bewohner zu befragen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ihn besser pflegen zu können, verstehen zu können, seinen Lebensstolz, seine Werte. Einfach, um Menschen besser zu pflegen. Besser verstehen können. Und was gibt es noch alles hier? Beschreiben Sie mal, wie es Ihnen jetzt geht. Mir geht's schlecht. Mit dem Alterssimulationsanzug wollen wir eine wichtige Kompetenz der Schüler fördern, die Empathiefähigkeit, dass sie lernen, sich in die alten Menschen, die sie pflegen, hineinzuversetzen. Und was gibt es hier sonst noch alles? Ja, mit dem Einsatz elektronischer Medien, die durchaus zeitgemäß sind, wie Laptop, Beamer, erreichen wir natürlich auch junge Schüler und vermitteln dadurch eine moderne Unterrichtstechnik. Und was gibt's hier sonst noch? Ich brauche mal ganz schnell einen Praktikumsbrief. Ganz schnell? Ja. Ja, gar kein Problem. Habe ich hier. Wann machen Sie jetzt? Im Januar? Genau, im Januar. Oder? Also, der Praktikumsbrief ist schon vor, fertig für Ihren Kurs. Die anderen haben ihn auch schon. Und das ist der Praktikumsvertrag, sozusagen, den Sie mit dem Krankenhaus dann abschließen. Lassen das von dort unterschreiben, geben uns das unterschrieben wieder zurück. Und wenn Sie das Praktikum geleistet haben, dann kriegen wir noch die Beurteilung zurück und dann können Sie das auch hier haben. Also erst einmal den Schinkengang, ne? Ich mache einmal hier zu Ihrem Bein, so ein bisschen auf die linke Seite. Die physiologischen Bewegungsabläufe werden an unserer Schule besonders geübt. Das bedeutet für den Bewohner, dass er in seinem normalen Bewegungsablauf unterstützt wird. Für den Auszubildenden bedeutet es, dass er sehr rückenschonend arbeitet, weil er hebt und trägt nicht, sondern durch Gewichtsverlagerung transferiert er den Bewohner von einem Ort zum anderen Ort. Und was gibt es sonst noch alles? So, nachdem wir uns dann im Unterricht mit der Theorie des Blutzuckermessens beschäftigt haben, werden wir das jetzt mal praktisch probieren. Unsere Schüler sind hier abwechselnd in der Schule und im Wohnbereich oder im ambulanten Dienst. Dadurch ist eine hervorragende Verzahnung zwischen Theorie und Praxis möglich. Und die Schüler üben und bekommen das ja auch demonstriert, was sie dann praktisch zu tun haben. Was durch die Hand geht, merkt sich schneller und besser und länger. Interessant. Und was gibt's hier denn sonst alles noch? Sie konnten uns jetzt in einem Rundgang durch unsere Schule begleiten und haben gesehen, wie wir die Inhalte vermitteln. Außerdem konnten Sie natürlich auch schon einige Lehrer kennenlernen. Uns ist es besonders wichtig, dass die theoretischen Inhalte, die Sie hier lernen, kurzfristig in die Praxis übertragen werden können. Wir arbeiten ganz eng mit den Betrieben zusammen. Wenn Sie jetzt Interesse haben, dann bewerben Sie sich bei den Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie sich natürlich auch noch an die Schule wenden.